Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Wie ihr schon sehen könnt, geht es heute um einen klitzekleinen Haul von Scrapbook Forever. Und da möchte ich euch gerne zeigen, was ich mir da Neues bestellt habe. Und zwar als erstes möchte ich euch die Juli-Neuheiten zeigen, die ich bestellt habe. Da habe ich noch zwei andere Sets mitbestellt. Eins habe ich schon zu meiner Freundin Melanie geschickt. Für die habe ich das mitbestellt und das zweite Set kann ich euch leider nicht zeigen, was ich noch mitbestellt habe. Das wandert nämlich in einen Adventkalender. Und dann habe ich mir noch mitbestellt diesen Stempel, wie ihr seht, schon benutzt. Ein toller Hintergrundstempel. Habe ich auch schon eine Karte dazu gebastelt. Dann habe ich mir auch noch das Stempelset Reisen bestellt. Auch das, wie ihr seht, ist schon benutzt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und als drittes Set habe ich mir noch mitbestellt das mit den Kleckse. Kleckse 2 heißt das. Und da ich ja zurzeit sehr gerne meine Hintergründe für meine Karten selber gestalte, musste das natürlich auch mit. Und dann hatte ich mir den Chill Up Sommerkalender bestellt. Den gab es ja im April kurzzeitig zum Bestellen, weil es da vorher schon um das Thema ging, Adventkalender, und da hat jemand den Spruch gesagt, nein, einen Adventkalender kann jeder, und so ist die liebe Silke drauf gekommen und hat einen Chill Up Sommerkalender gemacht. Da hatten wir von 1. bis 7. Juli jeweils jeden Tag ein Türchen aufgemacht. Und da gab es zwei Arten. Einmal einen mit Motiven und einmal einen mit Texten. Ich habe mir natürlich beide gegönnt. Und die werde ich euch natürlich jetzt zeigen, was da alles drinnen war, je Türchen. Und ich muss jetzt schon sagen, ich war so mega begeistert von diesem Chill-Up Sommerkalender, dass ich mir schon den Adventkalender gekauft habe. Den könnt ihr euch im Shop bestellen. Ich werde euch den Shop unten in der Infobox verlinken und schaut rein und kauft ihn euch. Ich bin mega begeistert von diesem Kalender, vom Sommerkalender, und bin hundertprozentig sicher, dass auch der Adventkalender super werden wird. Und zwar war im ersten Türchen bei den Motiven dieser Stempel drinnen. Die gibt es aber auch nicht zu kaufen, nachzukaufen. Die gab es nur im Chill-Up-Kalender. Genau dasselbe wird dann auch beim Adventkalender sein. Auch diese Motive wird es dann nicht im Handel zu kaufen geben. So, einmal die Zitrone oder Orange Scheiben, je nachdem, wie man das machen möchte, aber ist eher eine Zitrone. Und da gab es zum ersten Türchen zum Thema Text, gab es dann dazu, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, frag nach Salz und Tequila. Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. Das war in den ersten Türchen drinnen. Dann im Türchen 2 gab es dann bei dem Motiv einen Hintergrundstempel, so einen Schnörkelstempel, finde ich mega schön. Habe ich auch gleich ganz viele Karten dazu gebastelt. Und im zweiten Türchen bei den Texten gab es diesen Spruch: Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie vergessen hast. Albert Einstein. War in Türchen 2. Dann in Tag 3 war dieser niedliche Elefant drinnen. Ist der nicht zuckersüß? Da habe ich mich mega darüber gefreut. Und dazu gab es dann auch noch einen Spruch. Und zwar: Ich wünsche dir einen zuckersüßen Tag, und Kalorien schmecken einfach besser als Vitamine. Das war der Typ
Tag 3. In Tag 4 hatten wir dann diese Stempelchen drinnen, eine Torte, hier Partyhütte, ein kleines Zuckerl und da eine Kerze. Und passend dazu gab es dann auch einen Textstempel. Und zwar ein Rezept zum Geburtstag, ein großes Stück Freude, 350 Gramm Glück, viele Löffel Gesundheit, ein Pfund Humor, eine große Tasse voller Liebe, kräftig umrühren, alles Gute zum Geburtstag. Das war in Türchen Nummer 4. Dann hat man schon gemerkt, oh, jetzt geht es schon langsam dem Ende hingegen. Waren ja dann nur mit 3 Türchen. In Türchen Nummer 5 hatten wir diesen Stempel drinnen. Also diese schöne Blüte und auch so ein Hintergrundstempel. Und als Sprüche waren dann dabei für die Beste Oma, Mama, Freundin der Welt. Da kann man sich dann den Text selber zusammenstellen, wie man möchte. Auch echt super, sowas hatte ich auch noch nicht. So, dann hatten wir noch Tag 6. In Tag 6 hatten wir dann diese Luftballon und das Eis drinnen. Auch ganz was Tolles. Und als Spruch hatten wir dabei: Ich weiß genau, wie alt du geworden bist, aber ich kann schweigen. Und lass es krachen. Und im letzten Türchen hatten wir drinnen diese mega süßen Ameisen. Ich habe zwar damit noch nichts gemacht, aber ich finde die echt mega süß und da steht dabei, du schaffst das. Und im letzten Türchen, im Texttürchen, war dann diese tolle Banner drinnen. Die besten Glückwünsche und dann war noch dabei zum Geburtstag, zur Geburt, zur Hochzeit und zum Jubiläum. Also das war der Chill Up Sommerkalender. Motive und Texte und hinten die Neuheiten im Juli. Wie gesagt, ich werde euch den Shop unten in der Infobox verlinken. Schaut vorbei, kauft euch den Adventkalender. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen. Ich freue mich schon drauf, im Advent dann 24 Türchen mit so tollen Stempeln aufmachen zu dürfen. Also, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal, das kostet euch nichts. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.